Hallo, die ist Felix, sind's weiter mit Megumin Battle Network 2, so war der Titel. Wie ihr seht, befinden wir uns im Undernet 5 und warum tun wir das? Nun, hier hat die Übertragung ihr Ende gefunden und warum ich immer noch hier bin, weil ich euch nur kurz sagen wollte, dass hier in der Ecke dieser Plattform Shadow Man auf einen wartet, den habe ich in der Übertragung gefunden und naja. Ich wollte halt dann einfach die ganze Sache noch weiterbringen, daher... Naja, wer das unbedingt sehen möchte, die Übertragung ist ja auf YouTube archiviert. Wer heute nichts mehr vorhat, der kann sich das ja mal ansehen. Ja, und warum jetzt ein Anhang? Mit den Sachen, die ich in der Übertragung machen wollte, bin ich noch nicht ganz fertig. Ich werde auch direkt im Anschluss an diese Folge eine Ankündigung aufnehmen. Denn ich würde dieses Wochenende gerne weiter mit der ganzen Sache machen. Allerdings gibt es ein paar Sachen, die ich gerne in einem Anhangsvideo machen würde, da diese Dinge höchstwahrscheinlich irgendeine Aufgabe nach sich ziehen oder zumindest Gespräche, die interessant wären. Eine Sache, die ich zumindest erledigen möchte, die befindet sich in Netopia. Genau, dazu müssen wir wieder die andere Seite herüber. Genau. Da war nämlich eine Dame, die diverse Aura-Chips von uns haben wollte. Und da wir mit diesen Auren sowieso nichts anfangen können, ich zumindest nicht. Ja, geben wir die doch mal. Wir müssen jetzt alle haben. Oh, du. Bist du nach all dem mit mir zusammenarbeiten? Hast du Aqua Aura A, Feuer Aura R, Holz Aura S und Elec Aura L? Yep. Du kannst sie immer gegen meinen Ander N tauschen. Bitte tausch mit mir, in Ordnung. Du tauschst mit mir? Wow, ich bin so glücklich. Ich bin sicher, mein fester Freund wird auch zufrieden sein. Dann wird unsere Liebe noch tiefer. Ah, das ist das, was du wolltest, richtig? Ich hab's fast vergessen. Da war jemand in Gedanken versunken. Süß. So, ein weiterer Battleship, den wir wahrscheinlich nur auf diese Art und Weise bekommen können. Little Hit Release to Jet. Ah ja. Das wird hoffentlich niemals nötig sein, aber damit haben wir wieder ein Battleship mehr. Ihr seht, 205 haben wir momentan. Eine gute Menge. Werde ich auch mal kurz zeigen, was wir mittlerweile so alles zusammen haben. In der Übertragung ging es, wie gesagt, erstmal nur darum, Netnevis zu bekämpfen. Und ja, wir haben Roll komplett, wir haben Gutsman komplett. Protoman habe ich erledigt, alias der Schnetzler, wie ich ihn während der Übertragung nannte, da Uzoma LP in der Übertragung mit dabei war und ich nicht wollte, dass er zu viel vom Spiel erfährt, und er mit Hapner eh schon. Quickman, alias der Fuchtler, habe ich ebenfalls erledigt. Wobei man sagen muss, mit meinem momentanen Ordner waren die Gegner irgendwie alle glücksabhängig nicht ganz so schwierig. Cutman, ja gut, das war... Der hatte den Codename Unwichtiger, weil ich den komplett vergessen hatte. Wenn man sagen muss, sein stärkster Battleship macht schon gut Schaden, also 300 ist nicht schlecht. Shadowman, ja... Shadowman alias Meister Rauch, weil er sich ja immer in Rauch auflöst. Ich weiß nicht so kreativ die Namen, aber das war ein spontaner Einfall und naja. Von Shadowman fehlen mir noch zwei Battleships. Der ist leider dann auch erstmal nicht mehr aufgetaucht. Na genau, deswegen wird es eben nochmal eine Übertragung geben, damit ich diese Battleships auch noch holen kann. Nightman war auch sehr interessant, er hatte sogar noch einen vierten Battleship. Und naja, gut, seine Battleships ähnlich nützlich wie Cutman, Nahkampf-Battleships, naja, eher weniger. Magnetman alias, ja, stimmt, Nightman alias der Klops. Dann Magnetman alias der Rüpel, weil er ihn ja ständig anrempelt. Der war ziemlich schwierig teilweise, also da musste ich schon ziemlich spezifische Taktiken daherholen, damit der so gut besiegt werden konnte. Muss dazu sagen, alle Gegner, von denen ich mittlerweile alle drei Battleships habe,
habe ich auch auf Rang S besiegt. Also auch das ist bereits erledigt bei diesen Gegnern. Gut, Freezeman kennen wir ja, Heatman kennen wir auch schon. Toadman kennen wir auch schon, Thunderman, ja, das hat auch eine Weile gedauert, aber dann hatte ich letztendlich auch gegen ihn eine gute Taktik und ja, muss dazu sagen, der momentane Ordner, ich werde ihn euch gleich mal kurz zeigen, ist ziemlich mächtig, also ich habe da bestimmte Battleships sehr unterschätzt, muss ich sagen. Snakeman, auch erledigt daher. Thunderman war im Übrigen der Furzknoten, wegen seiner Wolken. Snakeman war der Feigling, erklärt sich gleich von selber. Gateman war der Wegelagerer. Und naja, gut, der macht 200 Schaden mit seinen Soldaten, naja. Aber ja, auch Gateman war mit dem neuen Ordner gar nicht mal so schwierig. Und dann fehlen uns hier noch welche. Und naja, da gehört natürlich Pharaoman dazu. Der muss noch erledigt werden. Das ist, den habe ich mit dem Alias der Hochwohlgeborene bedacht. Einfach weil der Gute von sich selber so sehr überzeugt ist. Und ja, die restlichen Battleships, auch die der Viren, die werden dann noch in der Übertragung gesammelt. So, jetzt kann man sich natürlich denken, ja, war das jetzt eine ganze eigene Folge wert? Naja, es gibt da noch eine Sache, die mittlerweile aufgetaucht ist, die ich ganz zufällig entdeckt habe. Und ja, damit werden wir uns in diesem Anhang beschäftigen, je nachdem, wie lange es dauern wird. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu lange dauern wird. Und ja, was ich hier eigentlich noch zeigen wollte, der neue Ordner. Ich meine, dass die Wolken-Battleships ziemlich mächtig sind, das haben wir gesehen, auch gerade bei den Gegnern, die sich in den hintersten Reihen verkriechen. Aber dieser Battleship hier, der macht manche Kämpfe wirklich zu einer Lachnummer, denn, naja, dieser Battleship, sobald füllt unsere obere Leiste wieder voll, sobald wir ihn einsetzen, heißt im Klartext, wir können damit in kürzester Zeit durch viele Battleships durchwechseln. Und naja, das Ganze in Verbindung mit den ganzen Wolken und vor allem in Verbindung mit diesen Battleships. Da habe ich mir dann auch gedacht, warum soll ich eigentlich überhaupt noch Heilungs-Battleships nutzen, wenn ich sowieso darauf aus bin, unsere Gegner entweder komplett zu zerfetzen oder zu verlieren. Und dann habe ich halt noch Freezeman dazu genommen und naja. Wie gesagt, mit ein wenig Glück waren die Gegner dann relativ schnell mit Rang S besiegt. Und ja. Wie gesagt, was wir jetzt noch machen werden, das ist ein weiterer Gegner, der sich hier um die Ecke befindet. Kann ich euch ja kurz mal demonstrieren, was ich jetzt meinte. Mal so. Dann nehmen wir einfach da ein paar Battleships, weil uns die nicht gefallen. Machen so. Hä. Haben wieder Battleships, die uns nicht gefallen. Dann wechseln wir nochmal. Kriegen wieder keine gescheiten Battleships. Okay, jetzt reicht's mir. Naja, wie gesagt, wenn man halt ein bisschen Glück hat, dann kriegt man einen Freezeman mit ein paar Verstärkungs-Battleships. Und wenn man die stapelt, dann macht das viel Schaden. Und schaut mal, wer da herumsteht. Der gute Numberman aus Mega Man Battle Network 1. Der Netnavi von Higsby. Derjenige, der die Automaten hingestellt hat und der seinen Laden aus irgendeinem Grund geschlossen hat. Mal sehen, was der hier zu sagen hat. Ich bin ein Numberman. Vertreibe meine Waren. Oh. Oh. Huh. Ja gut. Ich dachte, der will kämpfen. Ja gut, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Elektro 40. Naja, das sind Bonuspunkte auf Toadman. Von daher. Anti-Water oder Anti. Mir egal. Ja gut. Ich ging jetzt davon aus, dass der kämpfen möchte. Ahem. Das ist schlecht. Was mach ich denn jetzt? Hm. Okay. Dann machen wir was anderes. Planänderung. Die Zeit kriegen wir schon noch rum.
Ich habe da schon einen Notfallplan. Ich meine, es gibt ja noch einen Gegner, den ich eh noch suchen muss. Und bevor ich euch dann im nächsten Anhang wieder sage, ja, der war da und da, such mal ihn doch einfach in diesem Anhang hier. Und zwar Pharaomen. Zumindest den Rückkampf kann ich doch mitnehmen. Ach ja, und ich habe mir mittlerweile auch eine Taktik überlegt wegen unserer... wegen dieser Protektos. Und zwar habe ich mir überlegt, das habe ich auch gegen Gateman mal ausprobiert, weil ich mir dachte, vielleicht ist das ja eine Taktik, um Gateman so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und zwar haben wir die Battleships Fan und wie ist der andere? Vacuum? Ach ja, diese ganzen Anti-Battleships. Könnte ich eigentlich gegen bestimmte Gegner fast schon wieder nutzen. So. Wo haben wir ihn denn? Na, ich meine auf jeden Fall diesen einen Ventilator-Battleship, der, wo der eine dazu in der Lage ist, genau, Wind, und wir haben den Fan. Und jetzt möchte ich mal auch ausprobieren, ob es möglich ist, mit diesem Fan diese Protektos zu uns herzuziehen, denn ich habe noch was anderes herausgefunden. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich glaube nein. Und zwar habe ich herausgefunden, wie man das Life Sword Nummer 3 erstellen kann. Wie man das zweite herstellt, keine Ahnung, aber ich habe das dritte gefunden. Und zwar braucht man dazu Fireblade, Elecblade und... Fireblade, Elecblade und Aquablade. Wenn man diese in derselben Reihenfolge einsetzt, wie sie in der Bibliothek angeordnet sind, muss ich nochmal nachschauen, dann bekommt man das Life Sword Nummer 3 und das macht satte 600 Punkte Schaden. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man das mit dem Fan kombiniert, meine Güte, das Wort ist nicht schwierig gesehen, dass man die damit besiegen könnte, denn dann zieht man sie einfach nach vorne und haut sie dann kaputt. So. Ganz typische Taktik mit Freezeman. Einsetzen, einsetzen, nächste Runde. Und den Gegner einfach zu gar nichts kommen lassen. Das funktioniert wunderbar. Und es ist vollkommen egal, was für ein Element unser Gegner hat. Ich habe so ziemlich alles mit dieser Taktik erledigen können. Und ja, wer mir da besonders leid getan hat, das war der gute Cutman. Denn der stand oftmals gerne in der rechten unteren Ecke des Spielfeldes, also des Kampffeldes. Und dann friesen wir den halt, nicht in der rechten unteren Ecke, sondern hinter seinem Stein, ganz auf der rechten Seite. Und dann hat Freezeman halt quasi nicht mehr daneben hauen können. Und hat den halt einfach die ganze Zeit wieder getroffen. So war Cutman dann innerhalb von mindestens 3 Attacken erledigt. Das tat mir dann, wie gesagt, schon ziemlich leid. So. Ja gut, vielleicht kriegen wir ja hier schon ein paar Battleships zusammen. Mit der Taktik würde es mich nicht wundern. Ja, genau deswegen. Da, jetzt kann man das halt aufeinander stapeln. Und was jetzt dabei herauskommt, ist halt Schaden, der jenseits von Gut und Böse ist. Da, 140 pro Eiszapfen. Das ist herrlich. Dann wird das Battleship sammeln hier in dem Gebiet auch zu einem Kinderspiel. So, muss ich natürlich im Kopf behalten, wo die Protektos sind. Und entschuldigt meine Euphorie von gerade. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen, das klang jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber ja. Es war halt einfach diese Erfahrung in der Übertragung, diese Taktik hier zu nutzen.
und herauszufinden, dass man die Gegner halt einfach nur in der Luft zerreißen kann. Ich habe jeden dieser Bosse dann plötzlich in der Luft zerreißen können. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Battleships, die irgendeinen Effekt auf die obere Anzeige haben, dass ich die jemals irgendwie praktisch nutzen würde, aber... Ach, da haben wir ihn ja schon. Hallo Pharao Man. Ach, können wir... Hätte ich nicht was Praktischeres kriegen können? Komm schon. Dann machen wir es halt so. Das gefällt mir doch schon besser. Zack. Und ja, vorher hatte ich dann auch noch Battleships dabei, die die obere Leiste beschleunigt haben. Da schaut euch das an. Schaut euch diesen Schaden an. Das ist so abartig. So, dann kriegt der werte Herr noch eine Regenwolke rüber. Ja gut, das lief jetzt rein von den Battleships her nicht ganz so gut. Aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Aua. Nö. Aber dann haben wir Pharao Man auch schon mal erledigt. Der macht das nicht mehr lange. Ich habe gerade schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich es so beenden soll. So, damit haben wir den ersten Battleship von Pharao Man auch. Können wir mal kurz gucken. Ich schätze mal der... Oh! Okay, ich wollte mich gerade beschweren, aber... Schon, 240 ist nicht schlecht, aber man muss halt dazu sagen... Ich habe hier halt trotzdem einen Freezeman mit einem Schaden von 70 pro Eiszapfen. Ha, sind wir mittlerweile schon auf 210. So. Dann teste ich mal jetzt aus, was ich vorhatte. Wollte ich nochmal kurz nachschauen. Theoretisch könnte man natürlich manche Protectors auch mit Pharao Man's Battleship erledigen, ne? Ich glaube, das müsste auch teilweise gehen, aber... Nee, wir probieren jetzt mal die eine Taktik. Okay, also. Feuer, Wasser, Elektro. Das ist die Reihenfolge. Ich habe mir auch von allen Schwertern mittlerweile mehrere gekauft. Von daher, und da wir ja eh durchwechseln können, wie wir wollen. Na gut, hier hätte ich auch die Reihenfolge gehabt, ne? Oh. Ja, ich habe mir übrigens mehrere gekauft, wie gesagt. Oder war das hier das Gekaufte? Das wäre natürlich schlecht. Ja, nehmt trotzdem die einfach mal alle mit rein. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Genau. Dann brauchen wir bloß noch Feuer, Wasser, Elektro. Okay. Dann brauchen wir nur noch den Fan. Den können wir uns ja dann gleich am Anfang geben lassen. Oh, perfekt. Den können wir auch noch gleich kombinieren mit den anderen. Ich bin zufrieden. So, machen wir einfach so. Wunderbar. Na, dann komm her, Protektor. Boah, hab ich ja perfekt abgespeichert. Also. Einmal den hier. Schön, wie das alles ineinander greift hier. So. Stellen wir den hin. Oh, das klappt auch noch. Ich wäre wahnsinnig. Moment mal, die kann ich ja auch so zerlegen.
Was mache ich mir denn überhaupt Gedanken? So. Die brauchen wir eh nicht. Also weg damit. Ja. Feuer, Wasser, Elektro. Für den Notfall haben wir unser Livestreader. Aber gut, damit habe ich die Taktik gegen die Protectors auch gefunden. Denn unser Livestreader Nummer 3 hat im Endeffekt genau dieselbe Reichweite wie das normale. Ja. Okay. Und trotzdem Rang S. Na gut, dann machen wir das halt jetzt noch schnell. Die Protectors. Wow. Hat sich ja fast gelohnt, die ganze Sache hier. Danke. Gut, gut. Ach komm, Freeze. Ich wollte gerade sagen, Freeze, man verarsch mich nicht. Hat eine Übertragung zur Genüge getan, der Bursche. Was a virus in disguise. Könnt doch kotzen. So, schauen wir mal, wo hat man die denn sonst noch überall? Sag mal. Ich wollte den gerade anquatschen. So. Hm, hm, hm. Hm. Alle weg. Die gefallen mir auch nicht, Spiel. Komm, können wir auch so einen weghauen. Klunk. Komm, einmal nochmal neu würfeln. Ja, das schaut doch schon besser aus. Ich finde das so gut. Einfach von Anfang an sagen, nee, Moment, ich hätte gerne noch den. Wartet kurz. Ich mische nochmal kurz meine Battleships durch. Es ist, als ob man... Ich glaube, ich habe es zu Soma auch schon in der Übertragung gesagt. Es ist wie, als würde man gegen jemanden Yu-Gi-Oh! Spielen und so auf Karten ziehen dürfen, dass man dann irgendwann sagt, ach komm, ich nehme einfach meine Karte aus dem Deck und fertig. Und hier könnte ich mir theoretisch öfter zulegen. Habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, dass ich das gegen Quickman einsetzen könnte, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, wozu denn? Hab ich doch gar nicht mehr nötig mit der Taktik. So. Und alleine, dass ich derartig hochnäsig sein kann und das auch noch zu Recht, das streicht doch nochmal, wie bösartig diese Taktik ist. Gerade in diesem Mega Man Battle Network, wo ich so große Angst vor allem hatte. Ich hatte in diesem Spiel Angst vor allem Möglichen und jetzt schau dich das hier an. Nichts. Nichts kann uns aufhalten. Gut. Klappe nicht zu sehr aufreißen. Aber ich würde sogar sagen, selbst wenn wir hier irgendwann noch Base bzw. Fort begegnen sollten, hat auch der Gute gegen uns nicht sonderlich viel, was er einsetzen könnte. Und was mir gerade mal einfällt, ist, dass ich mich auch einmal darum kümmern könnte, den Fan wieder erstmal rauszutun und vor allem wieder so einen, wie ist nochmal, Fullcast, ne? Fullcast Battleship. Ich glaube, das war immer ein Rang S, oder? Hm. Ach komm, gib mir doch die andere Life Aura. Aber wenn ich sagen muss, es gibt von dem Ding auch noch... Hä? 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 Oh, Mensch. Oh. Ich mir denke, das ist nur die Nummer 1. Die anderen Varianten dürften gut sein, um mal ganz brav zu formulieren. So. Ah, da drüben ist ein Gegenstand, da wartet doch sicher der nächste Protektor auf mich. Ich weiß auf jeden Fall noch zwei Protektors, die wir attackieren können. So.
Alles weg. Nee, das gefällt mir immer noch nicht. Ja gut, dann nehmen wir das halt. In Ordnung, Spiel. Hast gewonnen. Und weg mit der Aura. Weg mit dem... Weg mit allen. War das ein anderer als der, den wir vorher hatten? Nee, war wieder der grüne. Okay. So, wieder den auswählen. Weil der ja als Symbol das Sternchen hat, können wir auch den problemlos... Ah. Okay. Ja, okay. Auch dagegen ist ein Kraut gewachsen. Die haben nämlich trotzdem wieder nur 200 Lebenspunkte. Das bedeutet... Moment mal. Achso, ja, ich besiege sie ja nicht gleichzeitig. Schade. Es tut schon weh, das alles wegwerfen zu müssen, aber... Sei es, wie es wolle. Na komm. Gib her, gib her, gib her. Ach. Ha, 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 ha. So, da haben wir sie doch. Mein Gott. Sollte der Plan aus irgendeinem Grund schief gehen, was er nicht wird. Tschüss, ihr drei. Ja, als ob ich von denen irgendwas anderes kriegen könnte. Könnte ich aber trotzdem mal Full Energy nutzen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir krepieren, aber... So. Schade, dass man nicht mehrere Battleships so auswählen kann. Aquabl... Gib mir doch ein Fireblade, Mensch. Naja. Ich weiß wenigstens, dass da auf der anderen Seite noch ein wichtiger Gegenstand auf uns wartet. Gut, dass ich die Schwerter dabei habe. So, machen wir erstmal euch beide weg. Da oben, Freezeman. Ne. So. Einmal so. Dann... Ach, komm schon. Könnte ich jetzt dann mal Battleships kriegen, die ich brauchen kann? Bitte? Bitte? Ach, komm schon, ich hätte den Battleship ganz gerne. Dann hätte ich das nämlich auch abgehakt. Au. Naja, so viel zu kriegt nur Schaden von Feuer, Wasser, Elektro. So, bitteschön. Kriegst einen auf die Glocke. So. Krieg ich dein Battleship bitte? Nein. Hätte keinen Schaden kriegen dürfen. Ja, gut. Haben wir doch noch ein bisschen was in der Übertragung zu tun, auch wenn es nicht ewig lang dauern wird. Das kann ich fast schon versprechen. Nee. Nee, da wir Pharaomen schon getroffen haben, kann ich hier eigentlich weg. Och. Wirklich?
Jetzt will mich das Spiel ein bisschen necken, habe ich das Gefühl. So. Einmal das hier. Na. Komm. Wir brauchen keine Verstärkung, wenn wir erstmal das Life Sword haben. Feuer, Wasser, Elektro. Wenn es nicht klappt, nochmal neu. Und tschüss. Komm schon. Ah. So, komm. Den einen Protektor hier drüben machen wir noch. Alles, was wichtig ist. Und das hätte ich gerne. Ich weiß, dass ich gerade ein bisschen überziehe, aber mein Gott, wir sind ja beim Anhang. Es ist ja nicht so, als ob ich hier jetzt irgendwas Großartiges machen würde. Und ob sich das Tor da oben geöffnet hat. Entweder sehen wir es jetzt gleich mal kurz im Augenwinkel oder erst im Anhang nach der nächsten Übertragung. Warum habe ich hier nur zwei grüne Skatze? Warum auch immer die so heißen. Nochmal neu. Oh! Ja, gut. Wenn ich jetzt wirklich Freezeman wegwerfe, tut schon weh. Spiel? Aus. Böse. Werdet mal nicht asynchron hier. Was soll denn das? So, meine Güte. Mach sie kaputt. Ich bitte darum. Unangenehme Gesellen, die beiden. So, zack, 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 zack. Ja, wenigstens ist das Schild weg und ich habe ja noch einen. So. Zack, zack, zack. Gut. So. Wenn ich mich jetzt nicht ganz arg vertan habe, dann sollten wir jetzt auch gegen diese Protektos ein Mittel haben. Und der hat sich ganz arg vertan. Wow. Ja, gut. Okay, bei denen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Ich meine, theoretisch könnte man... Nee, Hitman trifft die auch nicht. Was soll man denn gegen die machen? Man muss auf so eine Reichweite alle mit 350 erledigen. Was haben wir denn, was so eine Reichweite hat? Und die heilen sich halt auch vollkommen unabhängig davon, was sie trifft. Das heißt, wenn ich jetzt mit so einem Freezeman daherkomme, der halt noch und nöcher verstärkt wurde, dann bringt mir das auch nichts. Guardian kann ich auch nicht verstärken. Ha. Die Protektors sind schon interessante Rätsel. Muss ich mir doch noch irgendwas einfallen lassen. Menno. Vor allem, so hat er kein Element, aber wenn er dann zuschlägt, hat er auf einmal Elektro. Das ergibt eigentlich keinen Sinn.
Ja, da hier. Die heilen sich so schnell wieder, selbst so etwas bringt da nichts. Das ist unglaublich. Na gut. Aber dann wird's das nun für diesen Anhang gewesen sein. Und ich mache dann jetzt gleich noch die Ankündigung für die Übertragung. In dem Sinne, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Battle Network 2. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.